Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Pokémon Erkundung zum Himmel. Ja, meine lieben Freunde, im letzten Part ist es geschehen. Redtail hat Sylphons zurückgehalten, ist mit ihm zurück in die Zukunft gegangen. Snoops und ich haben daraufhin das Regenbogensteinschiff genommen und sind jetzt hier am Zeitturm angelangt. Ich muss mal kurz Snoopsi helfen, das reicht auch schon. Wir müssen jetzt hier hoch. Und gleich in der ersten Ebene einen Monsterraum. Den konnten wir auch nicht ausweichen, aber eben konnte ich alle zu einem anderen Ort teleportieren, alle Gegner. Was ganz gut war. Die ganzen Porygon hier, die rumlaufen, ne? Verschwenden meinen ganzen Durchbruch, ich hab nicht mehr viel. Ampelleuchte. Gott sei Dank noch nicht so viel Schaden. Nein, 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 nein. Ladungsstoß, eine Scheißattacke, weil die alle trifft. Deswegen muss ich auch... Ladungsstoß ist echt eine heftige Attacke, eine Fernattacke, die mehrere Gegner trifft. Das ist schon eine echt heftige Attacke, muss ich ehrlich sagen. So, ich will jetzt hier nicht meinen gesamten Durchbruch verschwenden, weil die AP brauche ich noch, ganz dringend. Sehe ich das richtig, dass diese Ebene jetzt gerade nur diese zwei Räume hat? Tatsächlich. Das ist auch sehr selten, dass das passiert. Dass es so wenige Ebenen sind. Okay. Jetzt sind wir wieder zu zweit. Ich gehe mit einem Zugriff auf dich rauf. Bitte setz eine Feuerattacke ein. Sehr gut, die beste, die du wählen konntest. Natürlich macht er das. Und Fnupsi ist kurz vor... Ein KP! Ein verdammten KP hat er jetzt nur noch. Scheiße! Das war übel. Ich habe sogar meinen oberen Bildschirm angespuckt. Der lebt immer noch. So, Porygon, hört's ja auch mal zu nerven hier, ne? Stirb. 75 Schaden, das war eine ganze Menge gerade. So, weiter hier, verdammt nochmal. Oh mein Gott. Ach, Sonne ist jetzt einfach... komm, nutz das aus hier. Nutze deine Feuertechnik, die du kannst. Nutze jetzt den Flammenwurf. Ja, und tot. Was? Der lebt noch? Das überlebst du, Kumpel. Okay, du hast zwar Hitzeschutz, um dich vor Feuerattacken zu schützen, aber komm. Ist ja trotzdem der Flammenwurf. Eben ein Flammenwurf Feuer und dann auch mit Sonne gestärkt. Das ist schon eine heftige Kombination. So. Hier geht's dann lang. Den Joystick hier zum Laufen ist besser. Apfel brauchen wir zwar nicht. Was bist du? Eine Explosion. Toll. Damit ist auch das Item weg. Ich heile mich lieber. Ich habe keinen Bock, die ganzen Sinewären zu verschwenden. Solange du jetzt nicht wieder auf die Idee kommst, hier wieder Ladungsstoß einzusetzen. Darauf habe ich nicht gar keinen Bock. Mein Lieber. So, ich muss jetzt mal den Bildschirm zurechtdrücken. Dann trifft er natürlich nicht. Weiß mal zu. Zurückgeschreckt, umso besser. Und das hat Schaden gemacht. Das war eine Menge gerade. Flamme von nur noch 4 AP. Wir müssen hier durch, Freunde. Wir müssen hier durch. Wir verschwenden hier zu viel AP. Im verborgenen Land war es so, dass wir relativ wenig auf... Ach, ich brauche die Singlebeere. Ich brauche sie. Dass wir relativ wenig auf Gegner getroffen sind. So, da ist halt einmal schnell durchgeflitzt. Rauchwolke sind noch genug. Durchbruch, reicht das? Nicht ganz. So, aber mein nächster normaler Angriff dürfte eigentlich reichen. Okay, das war gar nicht so schlecht, dass ich Steinpolitur gewählt habe. Macht nämlich Sinn. Wirkt ja auch selbst bei Rauchwolke. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Nee, reicht nicht. Dann machst du mal einen Hitzekoller. Gut, wenn du meinst. Und weiter geht's. Aber wir brauchen nicht einen zu sammeln. Wir haben genug dabei. Na, ja. Das reicht definitiv. Bronze. Okay, das ist ja nur der normale Zeitturm, Freunde. Es gibt ja noch einen erweiterten. Den dürfen wir nicht vergessen. So, Schaufel, du hast auch Schwebe. Das ist ein kleines Problem, denn dann bist du immun gegen meinen... Ja, gegen meinen Schaufel halt. Das ist nicht so schön, jetzt beiße ich mal zu. Alter, der lebt immer noch. So, jetzt stirbst du aber, Kumpel. Ich wollte gerade sagen, Folterknecht braucht man zwar nicht. Aber besser als gar nichts. Na, natürlich. Jetzt habe ich meine Gelegenheit, Schaufel einzusetzen, wo es auch Sinn macht, weil es einfach stark ist, die Attacke. Hier sieht man uns gerade wieder. Belebt, aber das müsste dich jetzt eigentlich umhauen. Ja. Ich möchte nicht zu viel AP verschwenden. Vor allen Dingen hoffe ich, dass wir jetzt gleich... Bärenkräfte braucht man nicht. Ich hätte kurz mal KP heilen. Das muss so sein. Durchbruch habe ich nicht mehr viel. Ich beiß mal zu. Ich hoffe, du setzt jetzt den Feuertag ein. Das macht schon wieder so viel Schaden. Warum hat es eben nicht so viel Schaden gemacht? Das war eben auch nicht so stark. Das nehme ich mit. Ach, jetzt sind ja schon wieder so viele kleinere Räume. Wo ist denn die Treppe jetzt? Lunastein. Bevor ich überhaupt nichts machen kann, werfe ich lieber ein Item auf dich und beiß zu. Und davon habe ich noch genug übrig, von dem Biss. Ich habe genug Biss für dich. So. Jetzt gucke ich mal. Da ist die Treppe, sehr gut.
Ebene 6 und gleich weiter. Sehr gut. Hauptsache hier raus. Wir müssen zu Dialga. Ja, Dialga wird auf uns warten. Tempo-Orb, wenn schon, denn schon. Denn erhöht die Initiative für uns beide. Da kommst sogar du nicht an. Da weiß ich lieber mal zu. Und ich könnte jetzt nochmal angreifen. Noch ein Biss. Und du bist ja immer noch nicht tot. Jetzt habe ich normales Tempo. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Ich habe nicht mehr so viel. Hoppla, Schaufler wollte ich einsetzen. So, geht doch. Du schnupst ja noch genug KP und der Schaufler trifft eigentlich auch normalerweise so. Ich muss aufpassen, ehrlich. So, folgendes. Du setzt jetzt mal gar nichts ein, Kumpel. Nein, du setzt jetzt mal gar nichts ein. Einfach dran vorbei. Einfach dran vorbei. So. Mentalist Kämpfe sparen. Vom Level her sind wir hoch genug. So, jetzt nutze ich mal die Chance. So, und heile mich in der Ecke. Na, okay. Kommt schon das erste Pokémon. Der kommt mit Bodyguard. Würde dir nur gegen Brand helfen, aber der kommt wahrscheinlich gar nicht erst. Jetzt kommt eben erstmal der Biss. Da kommt der Hitzkoller. Das war's für dich. Das sollten erstmal genug KP sein, hoffe ich mal. Was hast du? Billiwasser? Plüsisam leider. Schade. So, wo ist die Treppe? Toll, einmal rundherum. Dann muss sie links sein. Ach, scheiße. Komm, komm raus mit dir. Sehr gute Aktion. Ich schaufel mal eine Runde. Können die beiden sich auf mich konzentrieren? Ich hoffe, du setzt jetzt einen Flammenwurf ein. Und dann können die nichts machen. Nee, der kommt normal. Ach komm, Bodyguard, ist ja egal. Und ich treffe nicht. So, immerhin. Hitzekollege, ihr konntet es sehen. Trifft beide Pokémon. Nein, nicht auf mich. Oh, Schaufel. Rauchwolke, sehr gut. Ich hoffe, ich kann jetzt... Ach, Magnetflug, du bist doch bescheuert. Jetzt ist er in Schwebemodus, deswegen trifft mein Schaufler jetzt nicht. Wie, du greifst mich an? Okay, tot. Denn Bronze ist im Pufferstatus. Denn bist du doch im Pufferstatus, oder nicht? Scheiße, ich dachte, du bist im Pufferstatus. Oder hat dir der Bodyguard geholfen gerade? Scheiße, jetzt habe ich den Belebersamen verschwendet. Jetzt dürfte ich keinen mehr haben. Na, toll. So, erstmal heilen. Verdammt. Ich dachte, da wäre noch ein Pufferstatus, deswegen habe ich keine Singlebeere gefressen. Habe ich nur noch welche? Zwei habe ich noch. Ja, geil. Ach, zu zweit seid ihr. Aber ich habe jetzt wieder genug AP, um hier durchzukommen. Ich hoffe, wir schaffen das auch. So, denn dann sind wir beim Checkpoint und dann können wir auch nicht mehr zurückfallen. Außer wir wollen es. Falls wir Items brauchen, aber wir brauchen keine. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können auch nichts mehr haben. Oh Gott. Warp Orb, Appell Orb, Scanner Orb. Besser als gar nichts. Da oben wird auch die Treppe sein. So. Schaufler macht nichts. Durchbruch ist noch in Ordnung. Ich beiß zu. Das müsste dann gleich reichen, da ich ja vorhin noch den Rückzug angesetzt habe. Genau. So, was bist du? Reduz auf, was warst du nochmal? Nee. Da brauchen wir lieber andere Sachen. E9. Sonne ist aktiv. Blitz brauchen wir nicht. Rosa Gummi. Na, besser als gar nichts. Beiß ich mal rein. Da sind wir auch mal Spezialangriff gestiegen. Jetzt wird's lustig gleich, denn der kann was. Der ist nämlich gleich schneller als wir. Vor allem, ich glaube, das andere Sonnenfee ist jetzt auch noch gestärkt, ne? Also in der Initiative. Gut auch nicht. Hallo, Fnupsi, willst du mal bitte angreifen? Das ist genau die gleiche Aktion wie eben noch. Also, eben, was soll eben heißen? Ich meine, als wir mal im verborgenen Land waren und er nicht angreifen wollte. Schon wieder! Würdest du bitte mal angreifen? Ich habe hier Rauchwolke fixiert. Das kannst du auch bitte mal einsetzen. Das ist doch scheiße, sowas. Der greift manchmal nicht an, wenn er nur auf Biss steht. Auf Rauchwolke meine ich. Gut, dass Biss eine Chance hat, zurückzuschrecken. So. Da ist sie ja. Das Item da unten ist mir jetzt eigentlich fast egal. Ach komm, ich geh jetzt rein. Auch wenn es ein Belehrbarsam ist. Ich möchte nichts riskieren. Aber ich finde die Musik cool. Das ist doch immer schon mal ein Punkt, der cool ist. So. So. Kann ich jetzt ganz ruhig Schlaforb? Komm, immer ein bisschen Geld. Ah, da kommt's jetzt. Da kommt die gesamte Horde. Bitte hätte ich gleich weitergehen sollen. So, Bronze hat das Ganze eingesetzt. Biss. Und, na, ich wollte gerade sagen. Nee, tatsächlich, der Bodyguard schützt. Das wusste ich nicht. Okay, und Flumsi hat ein Problem. Jetzt bist du besiegt. Ruckzuckieb. So.
Setz dich auf Flammenwurf, ich setze dich nie wieder nur allein auf Rauchwolke, das bringt nichts. So, komm, hau zu. Ja, sehr gut. Freunde, es ist spannend. So, ich hoffe, ich komme jetzt... Nein, ich komme natürlich nicht durch. So, natürlich treffe ich nicht. Nee, Hitzekoller. Das muss jetzt sein. Ich mache einen Durchbruch. Ist stärker. Okay. Ich hoffe, wir kommen jetzt endlich mal zur Treppe hin. Nicht, dass hier jetzt noch Millionen weitere Monster auftauchen. Ne, gut. Da unten wäre, glaube ich, noch eins erschienen, aber sonst... Ah. Fokusstoß. Okay, das ist eine Überlegung wert. Fügt auch einem entfernten stehenden Pokémon-Schaden zu und kann den... Ah. Soll ich das nehmen? Wenn, selbst wenn, dann tausche ich das einfach mal. Und so, den Samen braucht man nicht. Weg mit dem Samen. Oh, das nehme ich auch mit. Besser als... Nimm einen Heilwand weg. Soll ich den Fokusstoß mir beibringen? Durchbruchschaufler bis Ruckzucki. Ich habe gar... Soll ich den Fokusstoß für Ruckzucki weglegen? Das wäre meine Überlegung jetzt. Erstmal geht Flumpsi bitte vom Eingang weg. Fokusstoß. Ich kann es erlernen, das dachte ich mir auch schon. Ah, ich überlege noch. Ich mach das einfach mal. Wisst ihr was? Ich mach das. Wieso nicht? Ist immer eine Kampfattacke stärker als Ruckzucki. Trifft wahrscheinlich nicht eher. Und ich kann auch nicht durch Freunde durchschießen dann. Hat zwar nur 6 AP. Aber komm schon. Ihr seht, wie stark das ist. Das wird nötig sein. So. Es war so klar. Ich habe es schon fast gedacht. Bei den ganzen Wunderfeldern hier. So. Team Flupsi, du haust jetzt ab und du haust wirklich ab. Ich versperre jetzt den Weg. Du läufst die andere Richtung, bitte. Appellorb, Chaosorb. Verwirrt Gegner ist auch gut. Aber das gefällt mir mehr. Ding, 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 ding. So. Und tschüss. So, erstmal laufen wir ganz normal weg. So. Das wirkt allerdings nur für eine Zeit. Team Fnupsi, bitte Taktik, wir sind ein Team. So. Ich laufe jetzt mal unten lang, möglichst weg vom Monsterraum weg. Ah, nein, das ist doch nicht wahr. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Och, Mann. Der trifft er mit einer Psy-Welle. Scheiße. So klappt das nicht. Ja, geil. Fuck. Das ist schlecht. Oh, das ist eine harte Nuss. Aber wir sind fast da. Lass uns am Ball beim Fnupper. Mann. Nee, zurück wollte ich nicht. Lagern. Lagern kann ich ja sogar so jetzt. Ich habe jetzt nicht mehr sehr viele Sachen dabei. Was kann ich weglegen? Ich nehme jetzt ein paar Orbs mit auf jeden Fall. Ich finde es beim Kraftband nehme ich weg. Ich kann noch mehr nehmen, aber ich möchte erstmal ein paar Orbs jetzt mitnehmen. Was brauche ich jetzt alles? Angst? Oh, versetzt Gegnern Angst. Wenn das alle Gegner im Raum in einen Panikstau setzt, der sie vor anderen Pokémon fliehen lässt. Ich nehme gleich mal einen mit. Aber jetzt kann ich auch nur kurz. Ne, jetzt muss ich mit Elvia zurücknehmen. Ich wollte nämlich die anderen Sachen auch noch lesen können. Ich glaube, Kühlerorb nehmen, Orb. Dich nehme ich auch noch mit. Radarorb, Geduldsorb, Schlaforb, Stopperorb. Stopperorb, ja. Dich brauche ich auch noch. Strahlorb. Streuorb ist auch gut. Okay. Mache ich folgendes. Ich nehme einen Angstorb mit. Köderorb, Lehmorb. Ich nehme einen Lehmorb mit. Ich nehme einen Stopperorb mit. Ich habe nur noch diesen einzigen hier. So. Was nehme ich dann noch mit? Strahlorb, Strahlorb, Streuorb, Streuorb. Volltrefferrate. Theoretisch das Ziel. Knallen fort. Nee. Euch nehme ich mit. Lagern. Was ich nicht brauche. Erstmal. Ich nehme das weg, was ich nicht brauche. Aquavelle braucht auch niemand. Okay, das hat genau gepasst. Wie sieht es jetzt bei mir aus? Kann man das so anbieten? Ich glaube schon. Ich sollte vielleicht noch mehr mitnehmen. Auch wenn ich dadurch mehr verlieren würde, wenn ich wieder sterbe.
Mit der Psy-Level wusste nicht, dass sie das beherrschen. Hätte ich das mal vorgewusst. Hier sind wir Singelbeere. Singelbeere brauche ich noch. Und Freunde, der Part ist jetzt leider schon vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.